Hi und herzlich willkommen bei Let's Play Long War 2. Wir spielen Operation Wolfschließ mit der Beta Squad für 30 Intel. Hack the Workstation on an Advent Train. Ist eine Light Mission, also ich rechne mit ordentlichem Widerstand. Aber die Beta ist ganz gut ausgerüstet, sind glaube ich nur zu 6, nicht zu 7 wie die Alpha jetzt beim Test. Also rechne ich durchaus mit ein bisschen mehr Problemen. Slums District, Butcher's Way. In Chihuahua. Wie der Hund, hä? Der hätte jetzt mal gepasst. Wen haben wir zum Hacken dabei? Das müsste Phoenix Incorporated sein. Na dann. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. 10 Runden. Ah ja, Arthur hat auch Scanning-Protokoll, okay. Ich habe nicht für ihn ausgesucht. Ja gut, die waren ja jetzt noch nicht in der AVC. Ja. Aber hier bringt es uns jetzt vielleicht was. Hatten wir nicht genau die gleiche Map schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kein schöner Start hier. Kein High Ground. Haben wir einen Shinobi dabei? Wir schauen mal kurz durch, wer dabei ist. Wir haben Phoenix Incorporated als Specialist. Andromeda. Die grandiose Grenadierin. Big Well ist dabei als Technical. Wir haben Sparrow, den ich möglichst schnell da oben aufs Haus kriegen möchte, als Sniper Krishan, als Squadleader, Ranger und Baya als Gunner. Alles klar. Also haben wir ernsthaft, nur um nochmal sicher zu gehen, wir haben definitiv keinen Shinobi dabei. So, dann muss Judy hier wohl mal vorrücken. Position confirmed. Hostile targets in sight. Mhm. Gut, dass ich nicht direkt zum Haus gelaufen bin. Geht ja gleich gut los. Ich denke, wir verschanzen uns hier. Leute, echt jetzt. Okay. Also, hier ist ein Shieldbearer. Evil son of a bitch, kann ich den flankieren? Irgendwo kann sie ihn flankieren. Ja. Von da aus kann man den flankieren. Leider niemand dabei, der richtig viel Schaden macht. Wir sind hier eingekreist von mehreren Seiten. Es gefällt mir alles überhaupt nicht. Wir könnten uns hier hinter den auch immer Panzer, gepanzertes Fahrzeug zurückziehen. Kriegen wir da jemand darüber, der dann eine der Drohnen runterholen kann? Ja, war ja zum Beispiel. Dann machen wir das doch. Okay. Weil ich mein Engagement ist wir sowieso. Nur sich Kontakt zu der hier. Warum auch immer. 6 bis 9 Schaden, 1, 2, 3, 4, 5, das reicht schon mit 81, finde ich super. Changeshot ist hier nicht so wichtig, also tu's. Der Bar ist down. Gute Eröffnung. Hunde Promotion. Hoffentlich kriege ich den Shieldbearer. Die Drohne kommt jetzt näher. Sehr traurig, dass ich Andromeda schon verwendet habe. So, ich brauche die alle.
alle in voller Deckung. Sparrow. Kein High Ground für dich. Definitiv nicht. Auch kein Schuss in dieser Runde. Höchstens mit der Pistole. Ach, hast du keine Pistole dabei? Ne? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja, genau wie letztes Mal. Damn it. Also, das Better-Team muss definitiv noch vorsichtiger ausgerüstet werden. So, machen wir nicht hin. Andromeda muss in volle Deckung, also hier hin. Ich weiß, dass du da flankiert bist. Oder hier rüber, das ist auch nur halbe. Nee, dahin. On my way. Da führt kein Weg dran vorbei. Big Well. Eine Rocket wäre natürlich eine interessante Sache jetzt. Aber wenn er läuft, verzieht er sie. Ziemlich sicher. Fischern. 92, 54, 44. Ich tendiere dazu, den Schuss zu machen. Mit 5 bis 9. Und uns dann in eine gute Deckungsposition zu bewegen. Minimaler Schaden, ein Lebenspunkt übrig, so ist es. Wir könnten zwar einen Schuss machen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir gehen lieber in Deckung. Vielleicht hätten wir in Deckung gehen sollen und dann Rapid Fire benutzen. Das wäre möglicherweise die bessere Option gewesen. Sparrow, ich würde dich gerne... Du kannst ja weit weg sein. Hierhin? Ich meine, Schusslinie hast du trotzdem, zumindest theoretisch. Will do. So bleiben Bigwell und Phoenix. Haywire tun wir die Drohne jetzt nicht. Können sie Shutdown, macht auch nicht so viel Sinn. Keine Sichtlinie zur Drohne. Das heißt, wer immer jetzt auf die Drohne schießen möchte, sich hier in halbe Deckung begeben. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Oder wir benutzen eine Granate. Das ist wahrscheinlich besser. Gibt es noch eine volle Deckungsposition, die ich nicht bedacht habe, die ich nicht sehe? Nein, nirgends. Okay, dann stellen wir Bigwell dahin. Wenn es sein muss. Ja. Wir haben nur einen Schuss hier. Würde die Rocket nur mal theoretisch funktionieren? Ja, würde sie. Aber verziehen ist mir aktuell noch zu kritisch. Wir machen es in der nächsten Runde. Kannst du immerhin Schuss machen? Wieso nicht? Oder du könntest eine Granate werfen. Ja, das macht mehr Sinn. Granate geworfen! So, jetzt hätte ich nur noch Phoenix gerne eine Position, wo er sinnvoll schießen kann, aber ich sehe echt keine Möglichkeit. Wir könnten mit Hunker Down arbeiten. Hier zum Beispiel. Aber das sind halt drei Leute. 70, 70, 75 Aim. Nix. Sorry Phoenix, ich kann nicht wirklich was Besseres rausarbeiten. Und eine Smoke Grenade. So. Wie gibt den Hunker Down stets dran? Bei 30. Oh, schon gut. Also, halte Position! Noch eine Gruppe. So
Das heißt, noch eine Drohne, dritte Surveillance Drone jetzt. Was machen die? Der Shieldbearer wird seine Fertigkeit aktivieren. Ekelhaft. Das ist eine Markierung und ein Schuss vom Officer wahrscheinlich. Auf Andromeda, komm schon, Mädchen. 50-50 circa. Hab ein Leben, Glück gehabt. Trooper zieht sich ein Stück zurück, interessanterweise, und geht auf Overwatch. Okay, dann gucken wir als allererstes mal, ja, ob das hier funktioniert. Das war nämlich klasse, wobei wir vielleicht versuchen sollten, den Shieldbearer zuerst auszuschalten, und dann fangen wir definitiv mit der Rocket an. Nicht verziehen jetzt. 0,8 Teils. Das sollte eigentlich in jedem Fall klappen und in jedem Fall alle drei erwischen. Los geht's. Abschuss! Großartig. Der Bonus ist schon weg, den der Shieldbearer gebracht hat. Klar, war jetzt nicht so viel Schaden, aber wir haben noch mehr Explosives am Start. Ja, genau, Andromeda, ich guck dich an. Voll gut. Direkt weiter. So, Drohne auch betroffen, jawohl. Los geht's. Sehr gut, sehr... Wow, das waren drei Kills. Irre. What the fuck, habt ihr das gerade gesehen? Es waren 7, 8 und 5 Schaden oder so. Krass. Also ganz ehrlich. Müssen wir hier eine Sonnenfertigkeit verwenden? Ja, der hat Overwatch. Und wir könnten auch Phoenix einfach ein Stück vorziehen. Ne, wir verbrauchen sie nicht. Wir machen einen ganz normalen Schuss mit 96%. Vier Schadenspunkte mit Grace. Aber Overwatch ist weg. Noch 4 übrig. Phoenix sollte jetzt wenig Probleme haben, den aus den Stiefeln zu ballern, von hier aus. Bin dabei. Und wir verwenden Combat-Protokoll, aber ich denke, 76er Schuss ist zu rechtfertigen. Sehr gut. Top-Sache, Beta. Ziel eliminiert. Ich ziehe meinen Hut. Was ist unser Ziel? Hier, wir sind auf einer Leiter, das heißt, ich denke, noch so zwei ordentliche Squads sind auf jeden Fall noch am Start. Ich bin jetzt vorsichtig beim Vorrücken. Watch. Wen haben wir noch, Krishan? Warten wir lieber. Hier haben wir Snake. Hier links irgendwo. Ja, gut, wir sind jetzt ziemlich verteilt. Kein Highground-Bonus für Biane. Kein Highground für Biane. Müssen wir hier hinkommen. Und es ist ziemlich weit. Also vorrücken. Auf geht's, Squad Leader. Vado! Truppe advent avvistate. Mhm. Officer und Guardian. Lox. Lauft uns vor die Flinten, kommt schon. Okay. Krishan. Theoretisch in der Deckungsposition hier. Aber hier wird mir natürlich besser gefallen. Was macht der Rest? Bayer. Area Suppression wäre sicherlich nicht falsch. Phoenix muss jetzt auch nicht Bodengruben machen, wenn er wieder mitspielen will. Andromeda kriegt keine Granate hier rein. Der müsste es ein bisschen vorrücken. So, na, hier geht nicht, schade. Hier wäre nur halbe Deckung. Oh, der Loot. Ärgerlich. Wenn wir wohl verlieren. Alright. Eben.
Also ich denke, Area Suppression ist hier eine sinnvolle Wahl. Light 'em up. Not a problem. Also unser Ziel, zwei daran zweitens halt bekommen jetzt problemlos hochjagen spielen. Grenade out! Sehr schön, 4 und 6 Schaden. Und die Performance von dem Bombe da wieder. Beguel, wenn schon allen halber der Rückstuhl kommt, hier ist auch noch. Dann war dein Aim, Meister. 75 ist in Ordnung. Geht in Ordnung. 25 und 24, nicht gerade toll. Ich wollte den Beispiel. Phoenix. Den Verbögen gut machen hier. Position bestätigt. Irgendwas Brauchbares, 76, naja. Ich würde gar nicht mehr raus, aber... Das ist halt noch auch kein Sinn. Ja, ich mal probieren wir es. 50-50. Daneben. Krishan. Der wäre leider nicht betroffen, weil er hier in Deckung steht. Verspähen. Ich meine, wenn der hier rauskommt, ist zum Beispiel gar nicht so gut zu passieren, dass er wahrscheinlich nicht bereit ist zu riskieren. Also dahin. Bleibt Beguel als letzter. Das ist das Beste, was er rausholen kann. Okay, die sind suppressed, also sollten nicht so gut treffen. Bestätigt, Überwachung. Ja, geil, stimmt. Aber Vigilant hier. Nochmal. Ja. Hinterheben. Vier Schaden reicht nicht, oder? Nee, und das gibt jetzt einen Schuss. Auf jemand halbgedeckten Andromeda in dem Fall. Ah, nur Markt, wunderbar. Oder auch nicht. Der Guardian zieht sich zurück, schießt auf, Krishan in voller Deckung, kann er machen. Puh. Overwatch wegen Ready for Anything, alles klar. So, Krishan jetzt Doppelkontakte hier. Kriegen wir einen Flankierungsschuss irgendwie hin, Bayer, ich guck dich an. Nee, sieht schlecht aus. Also Krishan, versuch mal den hinteren rauszunehmen. Genau den hier mit Overwatch. Erstmal leider mal. Da Manuale. Finde ich auch. Und nochmal. Oh, hier die Walkfire auf jeden Fall. Aber er trifft trotzdem. Solo il meglio. Wieso jetzt noch eine Aktion? Ach klar, wegen, wie heißt doch gleich die Sonderfertigkeit, die ich durch den Wechsel bekommen habe. Hattet eh Auto-Reloads, oder? Ah, der kann auch nur laufen, ich verstehe. Eine Laufaktion. Wen haben wir noch? Bayer. Bayer muss nachladen. Rock'n'Roll. Ein Free Reload, also alles gut. Frage, ob wir ein bis zwei Soldaten hier links vorbeischicken. Ich denke schon. That's affirmative. Wer könnte da mitgehen? Beguel vielleicht? Rücke aus! Okay. Andromeda bleibt, denke ich, lieber zentral. Und rutscht hier mal in die volle rüber. Solid copy.
Sparrow. Ja, würde ich jetzt schon nach vorne ziehen, da hinten bringt uns gar nichts mehr. Double time. Das würde ich auch mittig bewegen, möglicherweise auf den High Ground hier hoch, aber bin ich mir nicht ganz so sicher, lassen wir mal da stehen. War ja Overwatch. Scanning. Phoenix. Auch mittig. Bin unterwegs. Na los, zeigt euch. Vigilant ist einfach eine hervorragende Fertigkeit. Okay, jetzt flankieren wir hier erstmal. Gucken, ob das zu einer Aktivierung führt. Position confirmed. Nein. Biguel. Was ist da drüben? Naja. Gewisses Risiko jetzt. Wir müssen ein bisschen bei 1,6 finden. Okay. Jetzt frage ich, ob Sparrow ich zum Beispiel hier hin sollte. Schau denn. Ja. Ja, hier kommt er den Zug hoch, momentan gar nicht. Andromeda. Innen durch macht nicht so viel Sinn. Lassen wir Christian jetzt doch mal hier oben lang laufen. Erstmal ein Reload. Sono pronto. Vado. Das müsste eine Aktivierung geben eigentlich. Ne, nichts. Okay. Das heißt, wir können hier relativ ungeniert nach vorne rücken mit zum Beispiel Phoenix. Der auch mal nachladen sollte eigentlich. Tempo. Andromeda kann dann hier hin. Hoffentlich. Scheiße! Ah, das war ein Feld mehr als bei Krischer. Naya und eine Viper. Naya war der Sharpshooter, macht mir am meisten Sorgen. Phoenix hier in halber Deckung, nicht cool. Hier nur noch ein Schuss, kriegen wir eine Flashbang darunter. Ziehen. Mal nur nach vorne. Hier schon ein Sparrow. Hier Sparrow hat Sicht auf die Serpent. 43% Gewehr durchs Haus durch. Sichtlinie? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, Biane muss vorrücken. Er brennt nicht. Puh, ich dachte, er brennt jetzt. Okay, Krishan. Kannst du mit Command selbst eine Aktion geben? Nee. Kannst du... Was ist denn das hier? Field Sergeant. Wie hat er denn das bekommen? Can't remember. Auch Granate? Auch nicht. Ich komme nicht an den Naya ran. Ich könnte Command benutzen, um ihm hier einen weiteren Zug zu geben und ihn in die Deckung zu schieben. Aber dann wäre Krishan eben das potenzielle Ziel. Das macht das Ganze auch nicht wirklich besser. Wie gesagt, 10 Lebenspunkte, eine Rüstung, 5 bis 7 und 5 bis 8 Schaden. Kannst du sonst sinnvolle Dinge tun? Du kannst einen ganz normalen Schuss setzen. Gut, das könnte klappen, ne? 63%. Und das könnte ein Kill sein. Das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich die beste Idee. Ja. Großartig! Ach, Krishan. Proprio così. Magari ci torna utile. So, Serpent, wenn wir Pech haben. Ah, geil, und wir kriegen auch noch ein Movement. Das ist der Wahnsinn hier. Haben wir hier in die Falle? Nee, nirgends. Schon auch sehr stark, dieses Implacable. Nessun problema. Gerade für den Ranger.
Biete Feuerschutz. You're starting to lose ground. Okay, der zieht sich zurück. Alles klar. Problem gelöst. So. Gut, wir müssen ihn wieder aufdecken. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Gibt es hier irgendwo Deckung für mich, Krishan? Für Krishan? Ein Stück nach vorne, vielleicht reicht schon. Nee, keine Sicht. Ist der hier hinten rumgelaufen? Okay, vielleicht? Ich gehe. Nee. Ziemlich risikoreich jetzt, aber ich versuche die ranzuholen. Aktivierung. Judy noch ein Feld. Und noch 5 Runden Zeit. Ich denke noch drüber nach. Miguel muss jetzt aber auf jeden Fall in die volle, also hier. Was ist da drüben? Sparrow kann. Ziehen dahin. No need to ask twice. Keine Sichtlinie, Krishan. Coming on. On my way. I got eyes on a napkin. Oh fuck! That sucks big time. Okay, das sollten die restlichen Gegner sein. Mit so einer Squad habe ich nicht gerechnet. Phoenix definitiv. Reicht's für Haywire? Schon unterwegs. Ja. Control Enemy 87. Das wäre natürlich fantastisch, weil der Archer hier hat einen Raketenwerfer auf dem Rücken, der eklig viel Schaden machen kann. Kann Krishan definitiv nicht offen stehen lassen. Ja, andere Optionen haben wir nicht. Wir könnten Shutdown machen. Aber wir haben hier einen Advanced Trooper, die Serpent von vorhin, einen Heavy Lancer, einen Advanced Sergeant und den Mech. Granate. So, wer ist am gefährdetsten? Ist irgendjemand in halber Deckung? Ich glaube nicht. Kriege ich die in der nächsten Runde in den Kampf? Ja, hier vielleicht. Oder oben auf dann. Sparrow steht gut. Hat Low Profile. Ja, Roll hat Low Profile. Ich denke, ich versuch's. Ich meine, Shutdown, so klar. Könnten wir gebrauchen. Aber ich gebe ja nicht auf, Hex zu probieren, weil... Wenn wir Murphys da mal außer Acht lassen. Sollte es eigentlich 97% für einen Shutdown, aber ich will einen Control. Wenn wir einen Control kriegen, werden die Aliens den Mech zusammenschießen. Jetzt in dieser Runde, in der sie alle dran sind. Und für uns ist es eine Win-Win-Situation. Also, Phoenix, du weißt, was dran hängt. Ach, Scheiße. Kann einer von euch eine Strichliste führen, bitte? Mit den Hacks? Ich würde sagen... 90% der Hacks, egal wie hoch die Chance ist, verhauen wir. Vielleicht sogar mehr. Okay, das kann jetzt richtig dreckig werden. Die Abschirmung ist zu stark. Please don't kill anyone, thank you. Heavy Lancer stürmt. Oh, Andromeda hat einen kritischen und oh, nur 3 Schaden. Puh. Mac Archer, was macht er? Geht in High Ground. Und? Wieder Andromeda. Oh Gott, die hat keine Deckung mehr. Oh fuck, die werden sie killen. Oh fuck. Nein. Poison. Der Advanced Trooper, 4 bis 6 Schaden. Oh, da ist noch ein Sergeant am Start.
Bleeding out. Fuck. Aber sie ist nicht tot, sie ist nicht tot. Aber sie ist vergiftet. Ich weiß nicht, ob sie noch Schaden kriegt. Ich glaub schon. Oh, Treffer auf Sparrow! Verdammt nochmal, ist die Situation nicht schnell gekippt. Advent-Truppen nähern sich unserer Position. Okay. Du hast nicht zufällig Revival-Protokoll, oder? Nee, hast du nicht. Drei Runden. Wir können schaffen. Vielleicht. Markiere Schuss hier auf den Heavy Lancer. 78 auf die Serpent. 71 auf den Trooper, okay. Schauen. Können sich den Lancer problemlos holen und die Serpent dann vielleicht. Baya. We need to get you in the fight, woman. Schlechte Idee. Mit Protokoll gäbe es auch noch, Big Whale. Beste Chance, die ich sehe, ist, wenn die hier nach vorne ziehen und dann Schussmöglichkeiten auf den Mech bekommen, der ja hier oben irgendwo steht. Oder wir ziehen ihn da hoch. Da hat er halt gar keine Deckung. Lass mal gucken, wie das hier läuft. Okay, wer schaltet jetzt wen aus? Also ich denke, Krishan sollte seine Doppelschüsse auf jeden Fall benutzen. Jetzt macht es vielleicht Sinn, sowas wie Getsam oder so zu verwenden. Aber andererseits will ich lieber die zwei Schüsse. Ja, das ist halt das Problem. Und vielleicht der Nachteil, wenn man einen Ranger zum Squad Leader macht. Okay, gehen wir los. Blödes Arschloch. Così si fa. Ich wollte nicht fluchen. Ding, ding, ding. 55% auf die Serpent. Das ist eine 50-50 Chance. Wir könnten Raising Fire, Walk Fire benutzen. Warum können wir es nicht benutzen? Zu wenig Ammo. Alles klar, wir hätten Free Reload. Das geht, aber es macht nicht genug Schaden. Der muss einfach treffen. Ah, wir haben den Kill, wir haben noch ein Movement. Denken wir weiter drüber nach. Sparrow. Wie hoch ist die Chance? 78. Und wenn wir Precision Shot benutzen, 5 bis 8 steigt die Chance auf kritisch auf 29. Nicht hoch genug. Das ist die Frage, ob mir der Trooper hier hinten nicht mehr Sorgen macht. 6 Schaden. 5 bis 7 Schaden. Na gut, und wir versuchen es mit Precision Shot. Die Chance ist sogar ein Prozent höher und die Chance auf kritisch ist recht ansehnlich, also könnte klappen. Bitte. 5 Schaden nicht kritisch. Minimal möglicher Schaden. Okay, diese Mission hat sich von einem Spaziergang in ein Desaster gewandelt innerhalb von kürzester Zeit. Wir ziehen Big Will dahin, weil wir in der nächsten Runde einfach hier vorne mitschießen müssen. Oder machen wir es lieber mit Bayer? Kommt überhaupt so weit? Bayer würde auch dahin kommen. Dann nehme ich, glaube ich, lieber Bayer. Wir haben keinen dieser Gegner gekillt. Keinen einzigen. Bin unterwegs. Keine Sichtlinie zum Mac. Krishan kann laufen, wenn er möchte.
So, Phoenix ist noch komplett dran, hat Combat-Protokoll, aber bringt es in dem Fall nichts. Scanning-Protokoll auch nicht. Haywire nicht. Nee, dann ziehe ich den eigentlich lieber vor. Wird gemacht. Wir müssen die Schüsse halt schlucken. Was wollen wir sonst machen? Krishan, du hast deine freie Aktion, aber ich sehe keine sinnvolle Verwendung dafür. Drückt uns die da. Gebe Feuerschutz. Was macht der Mac? Was? Reinforcements oder was? Holy crap. Und noch ein. Direkt hinter Beguin. All das wäre komplett anders gelaufen, hätte Phoenix den fucking Hack hingekriegt. Oh Gott. Okay, es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Ich sollte öfters Stress machen. Können wir nochmal eine Rocket geben oder einen Schuss? Und Gift hinterher. Volltreffer auf Krishan, 7 Schadenspunkte. Oh Gott. Leute, wir gehen hier drauf. Wir schaffen die Mission doch gar nicht mehr. Menace 1-5, the Advent network is almost entirely locked down. Fuck you, Bradford. We're running out of time. Get to that terminal. Crap. Geht in Ordnung. Ich bin sprachlos. 90% auf 4 bis 7 Schaden. Aber wäre halt nicht Burning. So wäre Burning. Werfe Flammenwerfer an. Okay, der ist tot. Dann nächsten Runde noch einen Schadenspunkt. Oh, das sind zwei Faceless. Ah ja. 76 auf den Mac. Wir haben aber auch keine Explosions mehr. Chancen sind. Geladen. 81 hier oben, 66 auf den anderen. Wir können ja noch den da oben rausnehmen. Wir haben halt sonst auch gar niemanden mehr. 76 mit Chain Shot, wir müssen jetzt Risiken eingehen. 66%, aber dann ist er raus. Und jetzt nochmal, komm schon, nochmal. Bitte. Yes! Enemy down. Looks like something over here. Sparrow. Also das Problem ist, Phoenix muss in der kommenden Runde. Er muss in der kommenden Runde hier hin. Können wir eigentlich nur einmal stabilisieren? Ich glaube schon. Holy crap.
Wie lang? 3 Runden. Zu lang. Zu lang für Krischer. Wer hat noch ein Medipack? Sparrow hat eins. Sparrow kann Krischan retten. Oder? Ja. Okay. 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 Also. 81% ist echt hoch. Nehmen wir. Sehr gut. Feind terminiert. Drei noch. Sparrow ist der letzte. 71 auf den Advanced Trooper. 5 bis 8, Chance relativ gering, das ist ein Kill, ist Sergeant ähnlich. Nur 63 auf den Sergeant, aber da ist die Chance höher, dass es ein Kill wird. Machen wir. Puh. Wir können es nicht ganz verlassen. Not too shabby. Pistolenschuss ist nicht drin. Holo-Target können wir machen. Wir nehmen Steady Weapon. Stirb. Sergeant geht nach hinten und schießt. Nee, Overwatch. Trooper zieht sich auch zurück. Drei Runden. Dieses scheiß Gift jetzt weg. Okay, warum kriegt man keinen Schaden? Echt jetzt? Warum hast du keinen Schaden gekriegt? Habe ich eigentlich die Anforderung nicht geworfen oder was? Ich Vollidiot? Sieht so aus. Okay. Easy jetzt. ...88 auf den Sergeant mit Overwatch. Sparrow. Oh Mann! Nicht mal ein Grace! That's not good. Okay. Ich denke, jetzt verlieren wir zumindest Andromeda auf jeden Fall. Ist ja nicht wirklich eine Möglichkeit, hier was zu machen. Wir müssen uns jetzt mit Phoenix hierhin bewegen, ins Offene und dann da stehen bleiben. So sieht's einfach aus. Oder Andromeda ist tot. Der ist aus irgendeinem Grund nicht verbrannt. Und dann haben wir noch Baya. Und das war's. Und der ist auch nicht mehr Burning hier, oder? Doch, two rounds remaining. Das heißt, wir können ganz vielleicht eine Stelle bekommen, wo immer noch eine Schusslinie. Das wäre so wichtig gewesen jetzt. Sparrow. Haben wir eine Flashbang oder sowas, ja, hier auf Bayer. Area Suppression. Sicher die beste Option. Reinforce is imminent. Blasting the target. Overwatch raus. So Leute. Irgendwo eine Schusslinie. Los, los, los! Er bitte sofortige Evakuierung! Wir riskieren jetzt Phoenix Leben.
um Andromeda zu stabilisieren. Lass mich nicht. Das ist jetzt richtig hinstellen. Wo liegt sie genau? Vielleicht ist sie nicht hier. Ist das Andromeda? Ist das Feld hier, oder? Reicht es? Ich muss krischern. Kein Bock, dass das nicht mehr funktioniert. Zu Befehl! Ziel in Reichweite! Commander, we have confirmation of the exposed access point. Stabilize. Nichts gebrochen, das wird schon. Endlich. Sergeant. Okay. Sie sind einfach überall. Boah, bitte nicht funktionieren. Okay, es gibt jetzt einen definitiven Schuss auf Phoenix. Oh, der muss nachladen. Wie gut, wie gut. Geklappt. Menace 1-5, the Advent Network Terminal is shutting down. This is your last chance to secure the data. Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Und Reinforcements kommen. Warum? Hä? Evac Request, okay, läuft, alles klar. Ich dachte schon. Warum wird es denn nicht angezeigt? Hm. Habe ich es jetzt doppelt gemacht? Oh Gott, ich bin so drin gerade. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht um eine Runde verzögert, weil die Reinforcements kommen in der nächsten. Okay. How to play this right. Wir müssen mit Sparrow, wir haben keine anderen Optionen. Wir müssen mit Sparrow hier hin und Krishan stabilisieren, sonst ist Krishan tot. Wo stand Krishan? Krishan war hier. There's no other way. Richtig, oder hast du doch nochmal ein Pack, von dem ich nichts weiß? Nee, definitiv nicht. Whatever you say. Stabilize. Nothing's broken. You're fine. Flammenwerfer. Von hier aus vielleicht. Könnte reichen. Okay, ich gehe. Ja, reicht. Sehr gut. Mach nicht wieder Scheiße mit mir, Flammenwerfer. Ich bin nicht in Stimme. Flammenwerfer aktiviert. Sauber, 5 Schaden, perfekt. Ah ja. Hat einen Flashbang. Könnte Suppression schieben, natürlich. Phoenix. Phoenix könnte das Objective hacken jetzt. Das sollten wir eigentlich auch machen. Wenn wir schon die Wahnsinnsoption haben jetzt. In dieser Runde. Ich sehe es mir an. Das wäre eine Aktion, danach kann er sich noch in Sicherheit stellen. Small Cash für 80. Oder Soldiers Hacken ist da permanently increased by 10. Fuck the Intel, das wird eh wieder nicht klappen, aber. Yes! Oh, jetzt musst du noch überleben. 10% Bonus auf Hacking. Das müsst ihr mit Abstand besten Hack in unserem Team machen. Ich bin drin! Crap. Jetzt habe
so irgendwie da durchkommen. So, zweite Aktion, Rückzug, du musst aber noch. Andromeda. Schon dabei. Alles klar. Bin dabei. Okay. Bleib bei ihr. Der Truppe hier vorne brennt, also. Nach. Let's do this. Ich bin vielleicht auch nicht. Ich bin fast zu Overwatch, weil was sonst? Reinforcements incoming. Affirmative, covering now. So, irgendwie noch durch die zwei Runden. Oh, shit. Was ist mit vier Soldaten? They're repositioning on us. Ihr wollt Glück gehabt? Stehe unter starkem Beschuss! Geh ganz, ganz ruhig jetzt. Wenn wir die Runde überleben, sind wir draußen. So. Ihr denkt, was ich denke, oder? Es gibt eigentlich nur eine einzige Chance. Und zwar wirklich nur eine, wie wir das Ding hier halbwegs erträglich überleben. Und zwar, wir übernehmen den Mac und diesmal muss es klappen, Arthur. Es muss klappen. Oh, warum kannst du den Krischer nicht aufheben? Hier liegt er, oder? Ah. 92, 39, ist nicht so toll. Ihr könnt auch eine Flashbang tun. Okay Leute, ich speichere jetzt mal kurz. So, sorry, ich habe einfach kurz eine Pause gebraucht. Außerdem wollte ich sicher gehen, einfach dass, wenn er jetzt hier nicht liegt, also Krishan, und ich an der falschen Position stehe, wäre das für mich ein Grund neu zu laden, weil das ja ganz klar daran liegt, dass das Spiel mir nicht sauber die Informationen gibt, die ich brauche, nämlich auf welchem Feld liegt der gottverdammte Soldat. Das sollte eigentlich schon klappen, aber es macht mir jetzt so viel Angst. Es hängt so viel Risiko dran. Okay. Hopefully. Frage, wo kriege ich dich in volle Deckung? Hier oben, weil das zählt weiterhin. Wahrscheinlich. Maya ist eigentlich die einzige, die auch nirgends in volle Deckung. Flashbang auf. Eigentlich haben wir überhaupt keine Schüsse frei. Ich finde es echt nicht gut, dass nicht angezeigt, wo genau die Evac war. Die war hier ungefähr, aber jetzt kann ich eben nicht planen. Ich war, glaube ich, genau auf Krishan hier. Wir ziehen Bjarne auf den Highground zurück. Dahin. Es kann sein, dass er einen Flankierungsschuss von hier oben abkriegt, aber irgendwelche Risiken müssen wir jetzt echt eingehen. Er sollte da Full Cover haben, weil kommt er da überhaupt hoch mit dem Tipp auf dem Rücken? Ja, danke. Bayer. Bayer hätte eine Flashbang für die beiden hier. Der Mac ist das letzte große Problem. Und die schlechte Mobility von Phoenix. Und dass es hier nur halbe Deckung gibt.
Hier gibt es volle, aber ich weiß nicht, ob er so weit kommt. Doch, er müsste eigentlich schon hier hinkommen. Es ist ja hier gewesen. Doch, es schafft er. Also, Phoenix. Schon unterwegs. Alter, mein Herz. Ich traue mich überhaupt nicht. Haben wir noch sicher Kontakt zum Mac? Ja, haben wir. Leg den mal ab. Hey, war ja vielleicht noch auf Cooldown, wenn wir Pech haben. Ganz achte jetzt. Ja. Hä? War das jetzt doch eine Aktion? Das Ablegen ist eine Aktion. Wollt ihr mich ver... Das Aufheben ist keine Aktion, aber das Ablegen ist... Okay, Fräulein. Ist sie hier drin irgendwo vor der Deckung? Nein. Igor ist noch da. Die beiden gemeinsam. Nee, ich sehe echt keine Möglichkeit hier was zu reißen. Das Problem ist, ich könnte Ball zum Beispiel da hinstellen, dann hätte sie ja volle Deckung, aber dann eben nicht von hinten. Das heißt, am sinnvollsten ist, wir ziehen sie hier rein. Die Nanos ist jetzt langsam, wenn die langsam. Das ist außerhalb. Oh, ich will diese fucking Flashbang verwenden. Hier kriegt ja noch einen Schuss ab. Die Better ist jetzt nicht am Arsch. Wir gehen dahin. Wir nutzen eine Flashbang auf die beiden. Nächste Option. Egoe. Das wäre tatsächlich am allercoolsten. Aber... Maybe. Mach dich bereit für eine Überraschung! Vielleicht geht der Zug kaputt, der Mac fällt runter und kriegt kritischen... Nee. Das ist nix. Okay Leute, jetzt kommt's drauf an. Vielleicht geht die komplette Squad drauf, vielleicht kriegen wir alle raus. Nicht hingucken. Was macht er? Flankierungsschuss auf Beguel. Das könnte übel werden. Ich brauche hier Unterstützung. Drei Schaden. Gut. Okay. Das Zarschen zieht darüber, wird auch auf Beguel schießen, denke ich. Weh. Okay, ist gut. Das war knapp. Das sind meine Finger auf meinen Kopfhörer, falls ihr euch wundert. Zwei Schaden, Grace. Oh Gott, die Squad ist komplett runtergeballert. Wir haben's, glaube ich. Wir haben's. Ich kann's noch nicht glauben. Ich will's noch nicht wahrhaben. Ich will das scheiß Ivex sehen. Wehe, ich sag's euch. Wehe, irgendwas klappt jetzt hier nicht wegen irgendwelchen Scheiß. Eine Aktion, es war noch nie eine Aktion. Dann mal los! Ja. Niemand hat Overwatch. Nein. Wird erledigt. Phoenix und Andromeda sind raus. Gehen wir! Sparrow. Und Krishan. I can handle that. Ah ja. Rolling. Ready to boogie. Wie du hast. Position bestätigt.
Evakuierung bestätigt. All surviving XCOM operatives are secure. Firebrand returning to base. Holy crap, was war das? Mission accomplished. Gott, ist diese Mission schnell gekippt, oder? Wahnsinns-Performance am Anfang. Und dann dieser eine Fehler und ich bin wieder zu selbstsicher gewesen. Und jetzt das, aber ich habe keinen Soldaten verloren. Niemand. Krishan, es tut mir echt leid, du bist wieder eine Weile raus. Was soll ich machen? Das war nicht so richtig mein Fehler, weil ich meine, du standest in voller Deckung. Grünen Mech super gefährlich wegen eben dieser diesen Explosionswaffen, die Deckung zerstören können. Und wenn dann noch zwei oder drei von den Gegnern dran sind, dann riesen Glück gehabt. Und deswegen so eine Kleinigkeit, wegen 30 Intel. Oder sowas. Oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Tage für Krishan, 22 Tage für Andromeda, 3 für Bayer und 6 für Beagle, damit kann ich leben. Irre. Okay. Wir haben ein Hack von 110 auf Auto. Das heißt, es hätte allerhöchstwahrscheinlich geklappt. Wären wir nicht noch auf Cooldown gewesen. Und alles, ich muss nochmal betonen, wäre anders gelaufen, wenn der Hack geklappt hätte. Lieber Phoenix Incorporated. Aber gut. Rescue Protocol. Use your Gremlin to grant movement action to an ally. Nicht schlecht. Threat Assessment. 8 Protocol grants target a covering fire overwatch shot. Okay, meinetwegen. Oder full override. Take permanent control of a robotic unit and potentially acquire advent max for the resistance. Ja. Das heißt, wir können die dann behalten, oder was? Krass. Was haben wir da? Boah, zum Glück hast du überlebt. Gut, wir werden die eh nochmal neu aufsetzen. Trotzdem schaue ich es mir mal an. Volatile Mix, your grenades area of effect is increased by one tile. Ja, das hatten wir, glaube ich, im alten Setup schon. Bombardier, you may throw or launch grenades two additional to tiles. Ah. Also entweder entweder zwei Felder weiterwerfen oder der Effektbereich wird größer. Salvo. Weapons, Gauntlet, was? Launching or throwing grenades using heavy weapons or using Gauntlet's rocket launcher. Yeah, I know. Was passiert dann? With your first action will not end your turn. Auch richtig stark. Okay, ich denke darüber nochmal nach. Wird eh auch nochmal neu aufgesetzt. Mache ich dann lieber in der nächsten Folge. Jetzt eh kein Kopf, keine Items. Andromeda shaken, das kann ich gut verstehen. Aber wir haben sie alle durchgebracht. Für mich reicht es heute mit XCOM. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese mega dramatische Mission. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt mir erhalten, macht's gut. Ciao.